Hans-Peter Krüsi, Pressesprecher der Kantonpolizei St. Gallen. Heute Vormittag ereignete sich in der Nähe vom Flughafen Altenrhein ein Flugzeugabsturz in den Bodensee. Können Sie Details dazu nennen? Was ist da passiert? Heute Morgen um 10 vor 10 Uhr hat ein Pilot zusammen mit seinem Passagier beabsichtigt, hier vom Altenrhein ins Welsche Land zu fliegen von der Schweiz. Sie sind weiter beabsichtigt, im Laufe des Tages wieder zurückgekommen. Kurz nach dem Start hat nach der Aussage vom Pilot die Maschine starke Leistung verloren. Er hat sich dann entschieden, eine Notwasserung auf dem Bodensee durchzuführen. Die Notwasserung ist ihm gelungen. Es ist ihm weiter gelungen, das Flugzeug, die Kabine können zu öffnen. Er und sein Passagier haben Gott sei Dank den Flüger können schwimmend verloren. In der Nähe ist dann gerade ein Rettungsboot, respektive ein privates Boot, dort gewesen, wo die beiden aufgenommen hat und sie können unverletzt an Land gebracht werden. Details zur Ursache, was da genau passiert ist, kann man noch nicht sagen? Über die Ursache können wir im Moment noch nichts sagen. Wir haben den Flüger jetzt geborgen, der wird untersucht. Und da können wir mit der Ursachenabklärung dann so schnell wie möglich anfangen.